Franz Hohler, der Schimmel. Als die Frauenärztin, die ich Dr. Sabine Christen nennen will, nach einem anstrengenden Montag in der Praxis die Tiefgarage betrat, in der sich ihr Auto befand, stutzte sie einen Moment. Ihr schien in der abgestandenen Luft, die nach Gummireifen, Ölflecken und Benzin roch, schwebe ein Pferdegeruch. Woher er kam, war nicht auszumachen. Die Wagen der Dauermieter warteten auf ihren gewohnten Plätzen und in der Hauswartecke standen wie immer der Schneepflug und der Laubsauger. Vielleicht, dachte sie, bevor sie einstieg, ist jemand von den anderen reiten gegangen und hat die Reitkleidung in seinen Wagen gelegt. Im Wegfahren versuchte sie, sich die Mitbenützer der Garage auf einem Pferd vorzustellen und der Einzige, der einen passenden Anblick abgab, war der Zahnarzt im zweiten Stock, von dem sie sich aber zu erinnern glaubte, dass er Jäger war. Sie nahm sich vor, ihn zu fragen, wenn sie ihn das nächste Mal sähe. Es war vielleicht eine Woche später, als ihr der Geruch erneut auffiel. Diesmal war er so stark, als sei ein schwitzendes Pferd von einem Ausritt zurückgekommen und hätte noch ein paar Pferdeäpfel fallen lassen. Doch von einem Pferd war nichts zu sehen, geschweige denn von Pferdeäpfeln. Und die paar Autos standen so ordentlich und langweilig wie immer auf den für sie bestimmten Rechtecken. Die Ärztin wunderte sich. Der Zahnarzt, den sie darauf angesprochen hatte, war kein Reiter und ihm war der Geruch nicht aufgefallen. Während sie nach Hause fuhr, etwas in Eile, weil sich die Sprechstunden unerwartet in die Länge gezogen hatten und ihre zwei halbwüchsigen Töchter mit dem Nachtessen auf sie warteten, wie sie ihr mit einem SMS mitgeteilt hatten, stieg auf einmal eine starke Sehnsucht nach Pferden in ihr hoch. Als Gymnasiastin hatte sie oft in einem Reitstall ausgeholfen, um sich damit die Reitstunden zu finanzieren, von denen ihre Eltern nichts wissen wollten, zu gefährlich sei es und zu teuer hatten sie gefunden, und warum sie nicht mit ihrer Freundin in die Ballettschule gehen wolle, das sei doch auch etwas Schönes und passe viel besser zu einem Mädchen. Sie aber hatte Pferde gestriegelt, hatte ihnen das Zaumzeug abgenommen oder angelegt, ihre Beine abgespritzt, die Hufe gereinigt, den Mist auf die Karette geladen und auf den Miststock gefahren, neues Stroh in die Boxen gestreut, die Krippen mit Heu gefüllt und dann den Pferden beim Kauen zugeschaut und sich mit ihnen wohlgefühlt. Und dieses Wohlgefühl hatte sich nun mit dem Geruch bei ihr eingenistet, wie ein Gast aus einer verloren geglaubten Welt. Sie dachte auch an die Stunden, die sie auf Pferden gesessen hatte, welche sie über Waldwege trugen oder entlang von Getreideäckern, an deren Rändern Mohn und Kornblumen wuchsen, oder von einem Gehöft zum anderen, wo die Hunde anschlugen, wenn der kleine Tross auftauchte, in dem sie mitritt. Und während sie ihren Wagen von einer Ampel zur nächsten lenkte, kam ihr der ganze Verkehr wie ein Verrat an den Pferden vor. Jahrhundertelang waren sie es gewesen, die den Menschen halfen, sich schneller fortzubewegen. Und die Erfindung des Benzinmotors hatte genügt, um das Pferd zum Hobby zu degradieren. Und selbst ein Ausdruck wie Pferdestärke war zu einer Abkürzung verkommen, hinter der kein Mensch mehr die Zugkraft eines stampfenden Tieres vermutete. Mit heruntergekurbelter Scheibe vor einem Rotlicht stehend, versuchte sie sich einen Moment lang vorzustellen, alle diese heimkehrenden Einzelmenschen in ihren Autos säßen auf Pferden und brach dabei in ein kurzes Gelächter aus, was ihr einen argwöhnischen Blick aus dem Nachbarwagen eintrug. Gegen Ende des Studiums hatte sie aufgehört zu reiten. Es kamen die Jahre als Assistenzärztin, die Heirat, die Töchter, die Praxis, die Scheidung und für den halben Weg, Tag in der Woche, den es dafür gebraucht hätte, fehlte ihr die Muße und die Energie, aber auch die Lust. Wieso erinnerte sie sich denn auf einmal mit solcher Heftigkeit an ihre Zeit mit den Pferden? »Ich bin alt«, schoss es ihr durch den Kopf, und dieser Gedanke erschreckte sie so, dass sie beinahe den Radfahrer übersehen hätte, der neben ihr geradeaus über die Kreuzung fuhr, auf welche sie nach rechts abbiegen wollte. Aber als die ältere Tochter sie fragte, wieso sie so gut aussehe, nahm sie sich vor, sich so bald wie möglich nach einem Reitstall umzusehen. Der Hauswart übrigens, den sie am nächsten Tag auf den Geruch ansprach, als sie ihn in der Garage traf, blickte sie erstaunt an und tatsächlich war nun im Benzin- und Reifengeruch nicht mehr das geringste Pferdearoma auszumachen.
Die nächsten Wochen waren bis zum Äußersten aus angefüllt. Sabina Christen besuchte eine Fortbildungstagung und musste dadurch Überstunden in ihrer Praxis leisten, sodass sie gar nicht daran denken konnte, sich mit der Suche nach einem geeigneten Reitstall zu beschäftigen, und den Pferdegeruch in der Garage hatte sie fast wieder vergessen. Umso erstaunter war sie deshalb, als sie eines Abends, gerade als sie die Tür zur Tiefgarage öffnen wollte, ein Wiehern hörte. Sie hielt einen Moment inne und fragte sich, ob sie einer Täuschung erlegen sei. Da ertönte das Wiehern ein zweites Mal. Vorsichtig drückte sie die Klinke, öffnete die Tür einen Spalt weit und da sah sie den Schimmel. Er stand dort, wo sie glaubte, am Morgen ihr Auto hingestellt zu haben, und schaute gegen die Wand. Aber als sie die Tür jetzt ganz öffnete, drehte er den Kopf mit einer schnellen Bewegung in ihre Richtung, was seine lange Mähne zum Flattern brachte, und stieß erneut ein Wiehern aus. Ein Wiehern, das geradezu stürmisch klang. Die Ärztin stellte ihre Tasche neben der Türe ab, näherte sich behutsam dem Pferd, legte ihre Hand auf seine Kuppe und fragte es: »Wo kommst du denn her?« Die Nähe der Frau schien das Pferd etwas zu beruhigen. Es gab sich mit langsamen Halsbewegungen dem Kraulen der Mähne hin, zu dem Sabine jetzt ansetzte. Es war ein wunderschöner Schimmel, ein Wallach, und er trug ein Zaumzeug und einen Sattel, dessen Bogen ungewöhnlich hoch war. Jetzt war ihr, sie höre den Hauswart draußen vor der Garage hantieren, und sie drückte auf die Fernbedienung an ihrem Schlüsselbund, den sie schon in der Hand hatte. Mit einem brummenden Geräusch öffnete sich das Kipptor. Sie trat vor die Einfahrt, sah aber niemanden. »Herr Jordi«, rief sie und schaute sich um. »Herr Jordi, was ist mit dem Pferd in der Garage?« Da stieß sie der Schimmel von hinten mit der Schnauze in die Seite, dass sie fast hingefallen wäre. »Willst du wohl?«, sagte sie und packte ihn am Zaumzeug. Als der Schimmel nun ganz leicht seinen Kopf an ihrer Hüfte rieb, ging ihr ein Gedanke durch den Kopf, der sie lächeln machte. Sie blickte an sich herunter und musterte ihre Halbschuhe. Die waren solid genug, hatten sogar ein Luftpolster in den Sohlen wegen ihrer gelegentlichen Rückenschmerzen. Sie trug Hosen, hatte über ihrer Bluse eine leichte Jacke an, es war ein warmer Frühsommerabend, und sie war etwas eher fertig geworden, also könnte sie, wie sie da stand, einen kleinen Ausritt wagen. Ihre Praxis war am Stadtrand gelegen und zwei Straßen weiter führte eine Abzweigung zum Rand des Burgerwaldes. Als hätte der Schimmel ihre Gedanken erraten, setzte er sich langsam in Bewegung, Schritt von der Ärztin am Halfter geführt, die Einfahrt hoch, folgte ihr über das Trottoir der Hauptstraße und bog dann mit ihr in die Burgwaldstraße ein. Seine Huftritte hallten zuerst von zwei- bis dreistöckigen Wohnblöcken wider. Später wurden sie von Rasenmähern übertönt, die zwischen Einfamilienhäusern mit Wagenrändern, Gartenzwergen und Froschbiotopen wüteten. Aus einem der Gärten winkte ihr eine Frau mit einer Rasenkantenschere zu. »Hallo, Frau Doktor, ich wusste gar nicht, dass Sie reiten.« Sabine Christen erschrak. Frau Brunner, eine Patientin von ihr. »Nur selten«, antwortete sie, ohne anzuhalten. »Ein Prachtpferd«, rief ihr die Frau nach. »Wie heißt es?« »Beowulf«, rief die Ärztin zurück, indem sie sich mit ihrem Schimmel entfernte, ohne zu wissen, woher ihr dieser Name gekommen war. »Hast du gehört?«, sagte sie zum Pferd. »Beowulf«. Sie lachte, und als es jetzt schnaubend den Kopf in die Höhe warf, war sie so vergnügt, als hätte ihr ein Liebhaber ein heimliches Treffen vorgeschlagen. Das letzte Haus lag hinter ihr. Nach einer kleinen Brücke, an der ein Weidenbaum stand, ging die asphaltierte Straße in einen Feldweg über, der auf den Burgerwald zulief. Die Ärztin blieb stehen und mit ihr der Schimmel. Sie prüfte den Sattelgurt an seinem Bauch und beschloss, ihn etwas enger anzuziehen, was der Schimmel ohne weiteres geschehen ließ. Die Gürtelschnalle sah aus, als wäre sie aus purem Silber. Unternehmungslustig steckte sie sich eine abgebrochene Weidenrute, die am Boden lag, in den Gürtel. Das gab ihr so etwas wie ein Jockey-Gefühl. »Also, Beowulf«, sagte sie dann, »probieren wir's mal zusammen.« Sie setzte den linken Fuß in den Steigbügel.
schwang sich leicht wie ein junges Mädchen in den Sattel, fand sofort mit dem rechten Fuß den anderen Bügel und schon setzte sich der Schimmel in einem leichten, angenehmen Trab. Mühelos konnte sich Sabine dem Wippen des Pferderückens anpassen und ihr Reittier ließ sich auch gleich zu einem langsamen Tritt bewegen, als ihr zwei Biker entgegenkamen. Sie erreichte nun den Waldsaum und entschied sich, die Abzweigung zu nehmen, die in den Wald hineinführte, da sie dort weniger Spaziergänger erwartete. Die Verständigung mit dem Schimmel war so einfach, als sei sie gestern zum letzten Mal geritten, und er war so fügsam und geschmeidig, als trage er seine alte Herrin und Meisterin. Eine Gruppe von Jugendlichen, die der Lichtung mit der Waldhütte zustrebte, von wo der Rauch eines Picknickfeuers aufstieg, überholte sie ohne Schwierigkeiten, und als nun ein Stück schnurgeraden Weges vor ihr lag, auf das die Abendsonne durch Baumkronen und Blätter vielfach gebrochen ein freundliches Licht warf, fand sie, sie könne einen kleinen Galopp riskieren. Mit einem leisen »Hü« presste sie dem Schimmel die Füße in die Flanken, und der schlug nun einen federnden Galopp an, der für Sabine so leicht durchzustehen war, dass sie von einem richtigen Glücksgefühl erfasst wurde und sich vornahm, ab sofort wieder regelmäßig zu reiten. Vorne zweigte ein Weg nach links zum Waldrand ab, und da sie fand, es genüge fürs Erste, zog sie den Zügel nach rechts, verlagerte ihr Gewicht in Vorbereitung der Kurve und fiel beinahe hinunter, als das Pferd geradeaus weiterlief. Sofort zog sie beide Zügel straff und rief streng »Ho, ho!« »Ho!« Aber ihr Schimmel, mit dem sie sich so gut verstanden hatte, setzte seinen Galopp fort. Erneut stemmte die Reiterin die Füße mit ihrer ganzen Kraft in die Steigbügel, zerrte die Zügel zurück und rief so laut sie konnte »Ho, ho, Beowulf!« Und erneut blieb alles ohne Wirkung. Sabina wurde von Angst gepackt und versuchte ein drittes Mal, die Macht über den Schimmel zurückzugewinnen, aber dieser setzte seinen Lauf gänzlich unbeeindruckt fort. Seine Muskulatur bewegte sich unter ihren Beinen als große selbstständige Kraft, die sie nicht den geringsten Einfluss hatte. Als sie merkte, dass sie keine Kontrolle über das Pferd mehr hatte, versuchte sie nicht in Panik zu geraten. Sie spürte, dass sie keine Chance hatte gegen das Pferd, sondern nur mit dem Pferd. Ihre Kräfte musste sie darauf verwenden, oben zu bleiben. Die Hoffnung, das Pferd sei auf dem Weg zu sich nach Hause, war nicht unberechtigt. Es schien sich im Wald genau auszukennen, bog einmal nach links ab, dann wieder nach rechts. Seine Hufe trappelten mit der Regelmäßigkeit einer Maschine. Einmal überraschte Sabine damit, dass es einen Pfad hinaufrannte, bei dem ihr Zweige ins Gesicht schlugen, so sehr sie sich auch vorbeugte. Jetzt wurde ihr bewusst, wie fahrlässig es gewesen war, sich ohne Helm auf ein Ross zu setzen, auf ein fremdes Ross, das sie nun durch eine Gegend trug, die ihr zunehmend fremder wurde. Nie hätte Sabine gedacht, dass der Wald so nahe bei der Stadt von einer solchen Dichte, Größe und Unberührtheit war. Wenn sie ihn betreten hatte, mit den Kindern etwa, war sie immer nach kurzer Zeit zu einer Autostraße gekommen, die es zu überqueren galt, oder an den Waldrand, zu Ausflugrestaurants oder Spiel- und Rastplätzen, die meistens schon besetzt waren, oder war unvermutet vor Tennisplätzen gestanden, hinter denen BMWs und Mercedes parkierten, und nun ritt sie schon bald eine Viertelstunde über menschenleere Wege, die immer dunkler wurden. Ihre Oberschenkel begannen vom nicht enden wollenden Galopp zu schmerzen und sie musste sich eingestehen, dass sie jede Orientierung verloren hatte. Sie war erleichtert, als sich der Wald lichtete und sie in ein kleines Tal kam, in dem ein kräftiger Bach floss, der bei einem alten Fachwerkhaus weiter vorn ein großes Mühlenrad antrieb. Aber das Pferd machte keine Anstalten, in eine sanftere Gangart überzugehen. »Achtung!« rief sie laut, indem sie auf das Haus zuritt. »Ich kann nicht halten!« Und da stoben auf dem Vorplatz ein paar Menschen zur Seite. Es schien ihr, einer habe eine weiße Schürze und eine Zipfelmütze getragen. Auch hatte sie einen Holzkarren von großer Länge gesehen, der mit Säcken beladen war und bei dem zwei mächtigen Gäulen standen. Und während empörende Rufe und Hundegebell hinter ihr herschollen, merkte sie, wie ihre Kräfte nachließen und wie sie sich zu verkrampfen begann, aus Angst abgeworfen zu werden.
Sie erblickte nun auf einem bewaldeten Hügel über dem Mühlental eine Burg, auf der Wimpel und Fahnen flatterten, und als der Schimmel in den Wald hineinstürmte und den Pfad in Angriff nahm, der hinaufführte zu dieser Festung, packte sie seine Mähne, beugte sich zu seinem Kopf nieder und flüsterte ihm ins Ohr: »Beowulf, bitte!« Und zu ihrem Erstaunen brach er seinen Galopp ab und ging in den leichten Trab über, mit dem der Ritt begonnen hatte. Sie richtete sich im Sattel auf, aber es gelang ihr nicht mehr, sich den Bewegungen des Pferdes anzupassen, und sie wurde hin und her geschüttelt. Abzusteigen getraute sie sich nicht, deshalb war sie sehr froh, als jetzt aus einem Wachthäuschen ein junger Mann in einem historischen Kostüm auf sie zukam, sie respektvoll, wenn auch kaum verständlich, grüßte, den Schimmel am Halfter nahm und Ross und Reiterin im Tritt einen gewundenen Weg hinaufführte. Dieser endete vor einer heruntergelassenen Ziehbrücke, die einen Burggraben überquerte. Schon bevor sie die Brücke betraten, schrie der junge Mann: »Beowulf!« Innerhalb der Mauern wurde der Ruf wiedergegeben, und als Sabine Christen auf dem Schimmel in den Burghof ritt, war dort eine große Bewegung. Menschen kamen aus verschiedenen Türen, Gesichter zeigten sich an den Fenstern des oberen Stockwerks, auf dem Wehrgang hob ein Behelmter freudig seine Armbrust in die Höhe. Eine Waschfrau, die mit einer großen hölzernen Zange ein Leintuch aus einem dampfenden Trog hob, ließ dieses wieder fallen. Der Knappe bat die Reiterin, nun mit einer Geste abzusteigen, was sie auch tat. Ein Kind zeigte kreischend auf ihre Hose und bekam sofort eine Ohrfeige von einem Erwachsenen, und der Mann, der nun auf sie zutrat, war offensichtlich der Burgherr, der in seinem Dialekt, den sie noch nie gehört hatte, sagte, sie hätte auf sie gewartet und man werde sie sofort zu seiner Tochter bringen. Die Ärztin war aufs Höchste verwirrt und beunruhigt. Nicht nur hatte sie keine Ahnung, wo sie hingeraten war und was hier gespielt wurde, es wurde auch noch etwas erwartet von ihr. Da sie neben dem Ziehbrunnen stand, bat sie um einen Schluck Wasser, den ihr der Knappe auch sofort in einem Zinnbecher aus dem Eimer auf dem Brunnenrand schöpfte. Die kleine Pause, die man ihr zum Trinken gewährte, nutzte sie, um die Menschen zu mustern, die in einem Halbkreis um sie herumstanden. Kein einziger, der nicht historische Kleidung trug, und keiner, dessen Blick auch nur einen Hauch von Scherzhaftigkeit und Mummenschanz erkennen ließ. Im Gegenteil, alle blickten sie mit einer Mischung aus Besorgnis und Ehrerbietung an, wie sie das von Hausbesuchen bei Schwerkranken kannte, und da wurde ihr klar, dass sie, aus welchem Grund auch immer, als Ärztin hierher geholt worden war. »Danke«, sagte sie, gab den Becher zurück und fragte dann den Burgherrn, wo seine Tochter sei. Zwei Frauen mit Kopfhauben und langen Röcken, über welche sie Schürzen gebunden hatten, nahmen sie in die Mitte und gingen zuerst durch eine schmale Pforte in einen engen Vorraum und dann eine Wendeltreppe hinauf. Nun öffnete die erste eine große, eisenbeschlagene Türe, neben der sich eine Dienerin ängstlich verbeugte, und bat sie in einen Raum, in dem zwei Mägde neben einem Holzzuber mit heißem Wasser knieten. Vor einer Kommode stand eine leere Wiege. Auf der Kommode lagen eine Schere und ein Garnknäuel. Ein vielarmiger Kerzenständer warf ein unruhiges Licht auf ein Himmelbett, und in diesem Himmelbett lag eine schwer atmende, blutjunge Frau mit rötlichen Haaren in den Geburtswehen. Sabine trat ans Bett, legte der Frau die Hand auf die heiße Stirn, schaute ihr ins Gesicht, das voller Sommersprossen war, und fragte: »Wie geht's?« Diese antwortete nicht und blickte sie nur mit weit aufgerissenen Augen an. Dann beugte sie sich unter der Decke auf und ein tiefes Stöhnen brach aus ihr heraus. »Das erste Kind?« fragte Sabine, und die junge Frau nickte. »Ich bin Sabine«, fuhr sie fort. »Und wie heißt du?« »Mechthild«, flüsterte die Frau und stöhnte wieder auf. Nun schlug Sabine die schwere Decke zurück, aber als sie auch das Nachthemd der Frau zurückstreifen wollte, hielten es die beiden Frauen, die sie heraufgebracht hatten, fest und schauten sie an, als wollte sie einen Frevel begehen. »Also«, sagte sie darauf, »ich bin die Ärztin, ist das klar?« Unwillig ließen die beiden das Hemd los, und Sabine rollte es der Gebärenden bis über die Brüste und schaute sich ihren Bauch an.
Die Frau hatte die Statur eines jungen Mädchens, ihr Becken war erschreckend schmal und die Wölbung des Bauches enorm. »Mach die Fensterläden auf«, sagte sie zu den Mägden, während sie den Bauch abtastete, und als sie sich diese unschlüssig anblickten, fügte sie etwas lauter hinzu: »Schnell!« Die beiden gehorchten, und mit dem Abendlicht strömte auch frische Luft ins stickige Zimmer. Mechthild zog sie gierig ein. Als Sabine jetzt an der Scheidenöffnung arbeiten wollte, fiel ihr mit Schrecken ein, dass ihr Notfallkoffer mit den Handschuhen, dem Herztonverstärker und allem, was sie jetzt brauchte, im Auto in der Garage war und dass sie ihre verschwitzten Hände, mit denen sie Zaumzeug und Sattel gehalten und dem Schimmel in die Mähne gegriffen hatte, nicht richtig waschen konnte. Sie hielt einen Finger in den Zuber und zog ihn sofort wieder zurück. »Seife?«, fragte sie, aber das Wort war unbekannt. Sie überlegte einen Moment. »Schnaps?« ebenso unbekannt. »Branntwein?«, fragte sie weiter, und nun nickten die beiden Frauen heftig. »Schnell«, rief Sabine, »schnell, schnell!« Denn die junge Mechthild ächzte und war doch nicht in der Lage, ihre Leibesfrucht hinauszupressen. Sabine tastete den Bauch ein zweites Mal ab. Sie prüfte mit den Fingern, ob der Kopf des Kindes noch beweglich war, und legte dann ihr Ohr an seinen Nackenpunkt, bis sie die Herzschläge des Kindes hörte. Wie nahe waren diese, wenn sie durch ein Gerät wiedergegeben wurden, das bloß auf die Bauchdecke zu legen brauchte, und wie weit weg waren sie, wenn man sie mit dem eigenen Ohr aushorchen musste. Aber, da war Sabine sicher, sie waren da. Das Kind lebte. »Schön ruhig, Mechthild«, sagte Sabine und hielt ihr die Hände auf den Bauch. Was würde sie im Fall einer Komplikation tun? Sie trat ans Fenster und blickte in den Hof hinunter. Er bot genügend Landeplatz für einen Helikopter. »Wo kann man telefonieren?«, fragte sie. Was die Frau meinte, fragten die Helferinnen in ihrem seltsamen Dialekt. »Telefonieren«, wiederholte Sabine und unterstützte das Wort pantomimisch. Die Frauen schüttelten ratlos den Kopf, während Mechthild von einem neuen Stoß emporgerissen wurde. Als Sabine nun zu ihrem Handy greifen wollte, merkte sie, dass sie es gar nicht bei sich trug. Ihre Tasche war in der Garage neben der Türe stehen geblieben. Sie hatte also nichts dabei, nichts außer ihrem Schlüsselbund, und es sah ganz so aus, als hätte sie der Schimmel in eine Welt getragen, die kaum etwas mit der ihren gemein hatte. Hier war einfach das im Gange, was den Frauen zu allen Zeiten beschieden war, und aus irgendeinem verborgenen Grunde war sie zur Hilfe auserkoren worden. Die ältere Frau kam hereingehastet, mit einer Flasche Branntwein in der Hand. Sabine hielt die Nase daran. Er roch ziemlich hochprozentig und bat die Frau dann, sie solle ihn langsam über ihre Hände gießen. Die Frau tat wie geheißen und Sabine rieb sich Finger und Handflächen damit ein. »Danke«, sagte sie. »Wie heißt du?« »Anna«, sagte die Ältere. »Und du?«, fragte Sabine die andere. »Maria«, sagte diese. Für weitere Vorstellungsgespräche blieb keine Zeit, denn die Wehen überfielen Mechthild aufs Neue. Sabine stellte sich an die Bettkante, griff vorsichtig mit den Fingern in den Scheideneingang, fand einen fast vollständig eröffneten Muttermund und den Kopf im Beckeneingang, aber die Pfeilnaht, das spürte sie deutlich, war gerade und das hieß, dass das Kind im hohen Geradstand war. »Wie lange geht es schon?«, fragte sie. »Schon einen Tag«, gab Anna und Maria fast gleichzeitig zur Antwort. Also nützte es nichts mehr, die Frau anders zu lagern. In dieser Situation wäre Sabine und praktisch alle Kolleginnen und Kollegen, die sie kannte, operativ vorgegangen. Wie eine solche Geburt manuell durchzuführen wäre, hatte sie zwar in ihrer Ausbildung einmal gelesen, doch nie hätte sie gedacht, dass sie so etwas je selbst tun müsste. Einen Moment schloss sie die Augen, in der vergeblichen Hoffnung, aus einem Albtraum zu erwachen, doch als dies nicht geschah, wandte sie sich den beiden Helferinnen zu. »Ist kaltes Wasser da?« Die beiden verneinten. »Holt kaltes Wasser«, sagte sie, und die beiden gaben den Befehl der Dienerin vor der Türe weiter. Nun bat Sabine die zwei Mägde, sich aufs Bett zu setzen und ihr zu helfen, Mechthild nach vorn zu schieben. Erschrocken blickten diese zurück. Das Himmelbett der jungen Herrin war
wohl fast so etwas wie ein Thron. Ihr müsst, sagt Sabine, hopp, hopp. Und als die beiden Frauen nun auf das Bett krochen und die kreisende unter den Schultern hielten und aufstützten, zog Sabine diese nach vorn, bis ihr Becken auf der Bettkante lag. Die Dienerin mit dem kalten Wasser war zurück. »Mach ein Tuch nass und leg es ihr auf die Stirn«, sagte Sabine. Mechthild stöhnte auf. Die Dienerin tat sofort, wie man sie geheißen hatte. »Ist eine von euch Hebamme?«, fragte Sabine. Keine reagierte. Dann fiel ihr das alte Wort ein. »Wehmutter?« Eine alte, erfahrene Hebamme hätte sie sich jetzt gewünscht. Doch zu ihrem Bedauern verneinten alle fünf Frauen. Und Mechthild schrie qualvoll auf. Das Kind wollte endlich heraus. Sabine musste handeln und versuchte sich verzweifelt, die nötigen Griffe in Erinnerung zu rufen. Sie bat die Mägde, Mechthild wieder niederzulegen und schob Zeige und Mittelfinger der rechten Hand langsam in die Vagina, suchte, tastete, drückte seitwärts und wieder zurück, fand die Haltepunkte nicht, die sie brauchte, aber ihre Finger suchten weiter, bis sie endlich auf die Vertiefungen der Fontanellenansätze stießen. »So, Mechthild«, sagte Sabine, »jetzt kannst du mir helfen. Ich muss das Kind ein bisschen drehen. Drücke, so fest du kannst.« Mechthild schüttelte wimmernd den Kopf. »Doch«, sagte Sabine, »doch, du kannst. Ich weiß, dass du das kannst.« Und während Mechthild tief aufatmend zu pressen begann, versuchte Sabine, mit ihren gespreizten Fingern das Köpfchen festzuhalten, was ihr zu ihrer Verwunderung auch gelang. Und in jeder Wehe wendete sie es, soweit sie konnte. Nach vier Kontraktionen war es soweit, dass der Kopf ins Becken eintrat und sich nicht mehr zurückdrehte. Sabine atmete auf. »Gut gemacht«, sagte sie zu Mechthild und auch ein wenig zu sich selbst. Sie hatte nicht geglaubt, dass sie das mit der bloßen Hand zustande brächte. Wenn sie Glück hatte, ging die Geburt nun auf normale Weise weiter, schließlich war der Kopf bei der engsten Stelle schon durch. Sabine horchte immer wieder die Herztöne ab, die unverändert blieben, und merkte bald, dass sie kein Glück hatte, denn es ging und ging nicht vorwärts. Sie rieb sich die Hände nochmals mit Branntwein ein, was Anna und Maria fast nicht verstehen konnten, machte nochmals eine vaginale Untersuchung, und dann wurde ihr klar, dass das Köpfchen nicht in normaler Position, sondern hinten voran lag und dass es Mechthild schon aufs Äußerste erschreckt und erschöpft kaum schaffen würde, das Kind ohne eine menschliche Hilfe zur Welt zu bringen. Eine Glocke wäre das Hilfreichste gewesen, oder mindestens eine Zange, doch Sabine hatte weder das eine noch das andere. Der Rücken schmerzte sie, sie erhob sich, stemmte die Hände in die Hüfte und bog den Oberkörper nach hinten. Da spürte sie die Weidengerte, die sie sich in den Gürtel gesteckt hatte, und auf einmal kam ihr von weit her eine Abbildung aus einem alten gynäkologischen Werk in den Sinn. Sie zog die Gerte aus dem Gürtel, tauchte sie ins heiße Wasser und begann sie vorsichtig zu biegen, bis sie die Form einer Schlinge hatte. »Anna, etwas heißes Wasser in ein Becher und Branntwein dazu.« Sie kniete wieder nieder, mit der gebogenen Rute in beiden Händen. Die Branntweinmischung war bereit. »Mechthild, trinken«, sagte Sabine, »das tut dir gut.« Anna hielt ihr den Becher hin und Mechthild nahm einen Schluck. Sie riss vor Schreck den Mund auf. »Noch einen«, sagte Sabine, »Medizin.« Und Mechthild nahm brav noch einen. »Brav«, sagte Sabine, »brav. Und jetzt noch den letzten.« Und während Mechthild ihren Ekel überwand und das Getränk hinunterschluckte, das sie wärmte und schwindelig machte, bat Sabine die beiden Mägde auf dem Bett, ihre Herrin gut zu halten. Dann fragte Maria, ob sie Mechthildes Beine noch etwas mehr spreizen könne. »Keine Angst, wir helfen dir«, sagte sie zur Gebärenden, aber diese ließ mit einem Stöhnen den Kopf sinken und fiel in Ohnmacht. »Kaltes Wasser ins Gesicht«, rief Sabine, »schnell«, denn gerade jetzt brauchte sie Mechthilds Mithilfe. Die Dienerin trieb ihr mit einem frischen Tuch Stirn und Wangen ab, jedoch Mechthilds Körper weigerte sich, bei diesem Martyrium mitzumachen, und ihr Pressdrang setzte aus. Behutsam schob nun Sabine die Weidengerte in die Öffnung, kam aber nicht am Köpfchen vorbei.
Sabine keuchte, als ob sie gebären müsste. Mechthild röchelte, war aber nicht bei Bewusstsein. Das Köpfchen füllte die ganze Öffnung aus. Die beiden Mägde auf dem Bett begannen zu weinen. Auch der Dienerin liefen die Tränen hinunter. Und mein Gott, klagte Maria. Anna schluchzte und vor Sabinas Augen verschwamm die Vagina der Kreisenden mit dem Köpfchen, das nicht heraus konnte. »Nicht heulen«, sagte Sabina, »es muss gehen.« Sie drückte das Köpfchen mit der linken Hand einen Moment lang etwas zurück und es gelang ihr, die Gärtenschlinge so weit hineinzuschieben, bis sie das Kinn des Kindes spürte. Als sie losließ, drängte das Köpfchen sogleich wieder gegen den Ausgang. Und nun fing sie an der Schlinge zu ziehen, sachte zunächst. Dann, als sie merkte, dass die Gerte nicht brach, nachhaltiger, bat Anna bei jeder Wehenbewegung mit ihrem Unterarm auf Mechthilds Bauch zu drücken. Und so zog sie und zog. Anna drückte und drückte. Sabine zog und zog und zog. Und schließlich sah sie, dass das Köpfchen im Beckenboden stecken blieb. Nun nahm sie die Gertenschlinge in die linke Hand und spreizte ihre rechte über dem Damm, um diesen gegen den großen bevorstehenden Druck zu schützen. Und er kam, der Druck, mit der nächsten Wehe, die Mechthild überfiel. Sabina hielt mit ihrer letzten Kraft die rechte Hand gegen den Damm, ließ dann die Gerte los und half mit der linken Hand dem Köpfchen, das nun endlich mit blutigem Fruchtwasser ans Tageslicht kam, gefolgt vom ganzen kleinen Körper des Kindes. Statt es in das Tuch zu legen, das Maria für den Säugling bereithielt, legte Sabine der Mutter das Kind zwischen die Brüste. Kaum tat es seinen ersten Schrei, kappte sie ihm die Nabelschnur mit der Schere von der Kommode, band sie mit dem Garn ab und als Mechthild die Augen aufschlug, sagte ihr Sabine: »Ein Bub«, und Mechthild lächelte. Das Kind schien gesund und normal, nur das Kinn trat ungewöhnlich stark hervor. Die Nachgeburt kam problemlos und wurde von Maria in ein Tuch gewickelt. Sabine tupfte Mechthild mit Branntwein den Riss am Damm ab, der nicht allzu groß war. Dann rieb sie sich mit einem feuchten Tuch das Blut von den Händen, trat ans Fenster und sah, dass alle Burgbewohner auf dem Hof standen und erwartungsvoll zu ihr hochblickten. »Ein Bub«, rief sie hinunter, und ein Freudengeschrei war die Antwort. Der Burgherr fiel einer schönen Frau in die Arme. Ein Mann mit einer silbernen Kette nickte lachend. Frauen und Kinder begannen zu tanzen. Die Waschfrau stemmte die Hände in die Hüften und drehte sich einmal um sich selbst. Ein Kaplan bekreuzte sich. Zwei Männer zogen ihre Degen und fochten klirrend einen fröhlichen Scheinkampf. Dann griff sich Sabine an die Stirn, wandte sich um und verlangte von Anna ein Glas Branntwein. Das Klappern von Pferdehufen in der Burgwalderstraße mitten in der Nacht war ein derart ungewöhnliches Geräusch, dass Frau Brunner, die nicht einschlafen konnte, aufstand und zum Fenster hinausschaute. Was sie im Lichte der letzten Laterne der Straße erblickte, erschreckte sie. Der Schimmel, den sie heute Nachmittag gesehen hatte, kam in langsamen Tritt daher und im Sattel lag, vornübergebeugt, die Hände in die Mähne des Pferdes gekrallt, ihre Ärztin und schien zu schlafen. Die Frau streifte sich einen Regenmantel über, schlüpfte in ihre Sandalen und rannte hinaus, holte den Schimmel ein, ergriff die eine Hand der Reiterin und rief halblaut: »Frau Doktor!« Sabine Christen öffnete die Augen, richtete sich benommen auf und Frau Brunner erschrak ein zweites Mal. Bluse, Jacke und Hose ihrer Ärztin waren überall voller Blutflecken. »Ho, ho«, rief Sabine Christen, und der Schimmel blieb stehen. »Wo kommen denn Sie her?«, fragte Frau Brunner und hielt die Reiterin immer noch fest an der Hand. Diese atmete tief ein, stieg dann langsam ab und sagte: »Von einer Geburt?« »Jesus, im Wald?« »Etwas abgelegen, ja«, seufzte Sabine. Fassungslos starrte Frau Brunner ihre Ärztin an. Jung war sie an ihrem Garten vorbeigegangen heute Nachmittag, und jetzt waren ihre Haare aschgrau. Sabine lockerte dem Schimmel den Sattelgurt, nahm ihm am Halfter, wendete ihn und ging mit ihm zur letzten Laterne und sagte dann: »Geh heim, Beowulf!« Der Schimmel warf den Kopf in die Höhe, stieß ein kurzes Wiehern aus und ging in einem lockeren Trab auf den Wald zu.
Die beiden Frauen schauten ihm nach, bis er zu einem weißen Fleck wurde und im Wald verschwand. Er kennt den Heimweg, sagte Sabine, bevor ihre Patientin eine Frage stellen konnten. Ob sie ihr einen alten Mantel leihen und ein Taxi rufen könne, war ihre letzte Frage. Dann brach sie zusammen. Der Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik dauerte 4 Wochen. Ein Kreislaufkollaps war die Diagnose, mit Überlastungssymptomen, wohl eher psychosomatischer Art. Der Arzt, der sie behandelte, empfahl ihr, die Hilfe eines Psychiaters oder einer Psychologin in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, was ich brauche, ist eher ein Historiker, sagte Sabine, die im Übrigen beschloss, niemandem zu erzählen, was sie erlebt hatte. Sie wusste zu gut, dass wer so etwas erfahren zu haben behauptete, für das herkömmliche Leben verloren war. Nach genauem Studium der Landkarten im Radius eines längeren Galopps sowie eines Burgenbuches schien ihr dann, dass der Ort der schweren Geburt am ehesten die Echsenburg gewesen sein könne. Die Senke zu Füßen der Ruine hieß heute noch Mühletal. Als sie überlegte, an wen sie sich wenden könnte, fiel ihr alter Primarlehrer ein, der ihnen immer begeistert die Schweizer Geschichte erzählt hatte und in der Lage war, jede Burgruine im Labyrinth von Habsburgern, Zähringern und Küburgern dorthin zu setzen, wo sie hingehörte. Er freute sich, als sie ihn anrief und um Auskunft bat und fragte sie natürlich gleich, warum sie denn darüber etwas wissen wolle, worauf sie vorbereitet war und vielsagend antwortete, aus sentimentalen Gründen. Er brauchte nur eine Viertelstunde, bis er zurückrief. Also, sagte er dann, die Echsenburg, Ende des 14. Jahrhunderts nach der Schlacht von Sempach, von den Eidgenossen zerstört und nie wieder aufgebaut, gehörte den Herren von Echsenburg, die mit den Frohburgern verwandt waren, und der damalige Herr war der letzte seines Geschlechts, in Sempach ums Leben gekommen. Er hatte keinen guten Ruf, war wohl ein Raubritter, in einer Chronik ist er sogar abgebildet, sieht ziemlich grimmig auf, mit einem stark vorstehenden Kinn. Und die Mutter? Weiß man etwas von seiner Mutter? Der Lehrer dachte einen Moment nach und sagte dann, nein, was wissen wir schon von den Müttern?